Lothar Bisky ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ex-Postchef Klaus Zumwinkel hat sich 20 Millionen Euro Pensionsgelder auszahlen lassen. Nach den Strapazen seiner Steuerhinterziehung über die Steueroase Liechtenstein will er jetzt den wohlverdienten Ruhestand auf seinem Schloss am Gardasee genießen. Einen ganz normalen Vorgang nennt er das. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Arbeitslosen zu, auch die der Menschen, die von Kurzarbeit leben müssen oder auf Hartz IV angewiesen sind. Viele Existenzen von kleinen und mittleren Selbstständigen sind in Gefahr oder bereits zerstört. Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt den Menschen das hässliche Gesicht der gegenwärtigen kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Von maßlos übersteigertem Renditestreben und mangelnder gesellschaftlicher Solidarität geprägt, ohne demokratische Kontrolle und ohne wirkliche demokratische Mitentscheidung der Menschen über die wirtschaftlichen Abläufe. Das empört, und das empört zu Recht. Und ich weiß, auch manche Kolleginnen und mancher Kollege aus den Koalitionsparteien teilt diese Empörung. Nur, was folgt politisch aus dieser Empörung für Ihre Parteien und Fraktionen? Was folgt daraus für die von Ihnen getragene Bundesregierung? Wie reagiert die Bundesregierung angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise? Sie macht vor allem eins, sie reißt. Im November vergangenen Jahres ging es mit kaum erkennbarem Gewinn zum Weltfinanzgipfel in Washington. Am vorigen Wochenende gab es ein Ministertreffen in London, bei dem der Europäische Rat am Donnerstag vorbereitet werden sollte. Der Europäische Rat soll nun vor allem dazu dienen, die gemeinsamen Positionen der EU und Mitgliedstaaten für den Finanzgipfel der G20-Staaten in London vorzubereiten. Aber was wird dabei herauskommen? G20-Finanzminister beschließen nicht, titelte die Financial Times Deutschland am Montag. Ich zitiere: konkrete Verpflichtungen für die Regierung oder die genaue Größenordnung für weitere Konjunkturpakete wurden nicht beschlossen. In der Sache kam es kaum zu mehr als Andeutungen. Die Hedgefonds sollen sich nur registrieren lassen und Informationen weitergeben. Den sogenannten Schrottpapieren soll allein mit Leitlinien für die einzelnen Länder begegnet werden. Das wird kaum helfen. Wir von der Linken bleiben dabei. Wir wollen erstens Hedgefonds verbieten, zweitens Zweckgesellschaften verbieten, drittens Steueroasen wirksam eintrocknen oder verbieten und viertens Verbriefungen verbieten. Nur wenn diese vier Grundübel an der Wurzel gepackt werden, haben wir überhaupt die Chance, den Sumpf aus Gier und Spekulation trockenzulegen. Heute und morgen tagt nun der Europäische Rat, der unter anderem für den neuen G20-Gipfel die Positionen bestimmen soll. Die bisherige Tagesordnung lässt leider nicht ahnen, welche gemeinsamen Ergebnisse zu erwarten sind. Welche Vorschläge der hochrangigen Larosière-Gruppe werden denn von den teilnehmenden Regierungen geteilt? Steht denn die Kommission, die die Arbeitsgruppe im Oktober eingesetzt hat, überhaupt hinter dem Ganzen oder doch wenigstens hinter einem Teil der Vorschläge? Und wie bewertet die Bundesregierung den Bericht? Erst wenn wir von ihr schwarz auf weiß haben, welche konkreten Vorschläge sie für richtig hält, kann eine wirkliche parlamentarische Debatte stattfinden. Unabhängig davon fällt auf, wie einseitig die hochrangige Arbeitsgruppe besetzt ist. Es sind auffällig viele dabei, die den Finanzsektor mit seinen überhöhten Renditeansprüchen und seinen Spekulationen geradezu beispielhaft repräsentieren. Jacques de Larosière ist Mitvorsitzender der Finanzlobbyorganisation Eurofi und war bis vor kurzem Berater der französischen Bank BNP Paribas. Rainer Masera war Direktor einer europäischen Tochter der Pleitebank Lehman Brothers.
Onno Ruding ist Berater der Citigroup, Ottmar Issing früher bei der Deutschen Bundesbank und Bundesbank und der Europäischen Nationalbank ist Berater von Goldman Sachs. Für die vier anderen Beteiligten, natürlich auch Männer, gilt im Wesentlichen die gleiche Ausrichtung. Eine Gewerkschafterin oder ein Gewerkschafter oder jemand Unabhängiges aus dem Bereich der Wissenschaft findet sich in der Arbeitsgruppe nicht. Das ist nicht akzeptabel, meine Damen und Herren. Die Einrichtung einer hochrangigen Gruppe zeigt also deutlich, weder die Bundesregierung noch die EU-Kommission sind bereit, die wahren Ursachen der Krise zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn an ihre Beseitigung zu gehen. Sie machen weiter Politik im Interesse der Großbanken und Großkonzerne. Der hunderte Milliarden schwere Rettungsschirm ist bestimmt für die Garantierung von Höchstprofiten und nicht für die Erhaltung der Arbeitsplätze der Beschäftigten. Die Empfehlung von EU-Finanz- und Haushaltskommissar Almunia an die EU-Mitgliedstaaten spricht genau dafür. Die EU-Staaten dürften sich mit einer teuren und verfehlten Sozialpolitik, sagt er, nicht auf die steigende Arbeitslosigkeit antworten. Dann würden die Staatsschulden noch mehr anschwellen. Das ist die Aufforderung zum Sozialabbau. Und um einen nicht des Linksseins verdächtigen Zeugen zu zitieren, nämlich den Wirtschaftsnobelpreisträger Krugman, der in seinem jüngst erschienenen Buch schreibt, ich zitiere, Frau Merkel und ihre Beamten glauben anscheinend noch immer, hier herrschten die normalen Regeln der Wirtschaft, jene Regeln, die dann gültig sind, wenn man mit Geldpolitik noch etwas ausrichten kann. Sie haben nicht begriffen, dass in Europa, genau wie in den Vereinigten Staaten, mittlerweile ein Depressionsklima eingezogen ist, in dem die normalen Regeln nicht mehr gelten. Walter Krugman, das ist ein lesenswerter Mann. Sobald wir wieder normalen Verhältnisse haben, werde ich jenen, die wie Herr Steinbrück fiskalische Disziplin predigen, gern die ihnen gebührende Ehre erweisen. Sich jetzt aber an die Orthodoxie zu klammern, ist hochgradig destruktiv für Deutschland, Europa und die Welt. Soweit der Nobelpreisträger. Die Linke, meine Damen und Herren, fordert kurzfristig einen Rettungsschirm für die Menschen und langfristig einen grundlegenden Wechsel der Politik in der Bundesregierung und auch der EU. Wir müssen weg von einer Politik für eine Minderheit der Reichen und hin zu einer Politik, in der die Interessen der Bürgerinnen und Bürger die Bewältigung der globalen Herausforderungen in den Mittelpunkt stellen. Ich danke Ihnen.